Ja, guten Tag zusammen. Ich möchte euch heute etwas über das Trinken mit euch auf den Weg geben. Trinken, Wasser ist das Kühlmittel von unserem Motor, von unserem Körper. Unser Körper braucht Wasser. Er braucht genügend Wasser, doch wie viel ist genügend, wie viel ist zu wenig, wie viel ist zu viel? Über das und die Folgen werde ich heute ein bisschen erzählen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christian Frautschi, Professor des Lebens. Also, das Wasser ist das Kühlmittel unseres Körpers. Jedes Auto hat einen Kühler, außer es sei ein alter Hippiebus wie meiner zum Beispiel, wo ich meine Bücher schreibe drin, oder ein alter VW Käfer, oder natürlich seit neuestem diese Elektrokisten, die da iPad mit 4 Rädern, die haben auch keine Kühler, aber die haben natürlich dementsprechend auch andere Antriebstechnik als mein alter Hippiebus oder wir. Also, was passiert, wenn wir zu wenig trinken? Wenn wir zu wenig trinken, trocknen wir aus. Wir können uns nicht mehr konzentrieren. Wir können nicht mehr klar denken. Wir verspannen uns. Die Konzentration lässt nach. Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und. Das sind die Folgen in relativ kurzer Zeit. Aber die langfristigen Folgen, die sind natürlich noch viel, viel, viel gravierender. Da sprechen wir von Harnwegentzündungen, von Nierenproblemen, von Blasenentzündungen. Schlussendlich, dass unser Körper, unser System einfach nicht mehr richtig funktioniert. Auf die andere Seite natürlich auch unsere ganze Steuerung von unserem Kopf aus, von unserem Hirn aus. Da oben fängt vieles an. Manchmal hört auch vieles auf da oben. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut. Wenn wir genügend trinken, ist unser Hirn gut gelagert und geschützt in der Hirnflüssigkeit, im Liquor, wie man so schön sagt, gegen Schläge geschützt oder eben das Hirn und das Nervensystem, die ganzen Hirnmuskulaturen sind gekühlt und weich im Wasser gelagert. Wir produzieren im Tag irgendwie um einen halben Liter Hirnflüssigkeit. Die wird da von Drüsen produziert und kommt über den Kopf, geht hinunter übers Rückenmark und verteilt sich über das ganze Nervensystem im Rückenmark und schlussendlich scheidet sich über den Körper aus. 1,4 bis 2 Deziliter Hirnflüssigkeit, Nervenflüssigkeit sind in etwa im Körper
fortlaufend vorhanden. Trinken wir zu wenig, laufen wir heiß. Es wird uns Sturm. Unser Kreislauf macht nicht mehr mit. Wir können uns nicht mehr konzentrieren. Und durch das funktioniert das ganze Nervensystem nicht mehr richtig. Also, wo fängt es an? Wie gesagt, im Kopf, wo es auch eben aufhört. Schon ein geringer Wasserverlust durch Schwitzen, durch Tätigkeit, durch Sport, obwohl wir das teilweise nicht spüren, dass unser Körper Wasser verliert, sind wir an der frischen Luft, in der Meeresbrise. Da geht viel Flüssigkeit weg. Wir spüren das nicht, weil wir dann auch nicht unbedingt gerade schwitzen. Aber diese Körperflüssigkeit geht weg. Und die müssen wir tagtäglich, regelmäßig von morgens bis abends, am besten regelmäßig auffüllen. Unser Nervensystem, wo von da oben gesteuert wird, über die Nervenbahnen, über unser Nervensystem, über die Wirbelsäule, wo sämtliche Organe miteinander verbunden sind. Wenn dieses Nervensystem nicht ruhig ist, kann sie die Impulse nicht wahrnehmen, aber auch die Impulse nicht geben. Das ist das, was ich zum Beispiel in der Praxis durch meine Hellfühligkeit, das heißt, ich spüre die Körper meiner Klienten in mir, also ich weiß, ob jemand zu wenig trinkt oder verspannt ist oder was auch immer. Oder wenn ich natürlich dann am Körper, an der Liege, am Arbeiten bin, an der Wirbelsäule am Arbeiten bin, spüre ich diese Vibrationen, die je weniger wir trinken, desto höher sind diese Vibrationen. Das heißt, das Säuseln der Flüssigkeit, das ist wie kochendes Wasser. Das Säuseln dieser Flüssigkeit spüre ich mit meinen Händen auf dem Körper. Ich fange dann unten im Kreuz an, beruhige das ganze Nervensystem, beruhige die ganze Flüssigkeit bis hinauf die ganze Wirbelsäule entlang bis oben zum Kopf. Heute ist es so, dass unser Nervensystem extrem, extrem strapaziert ist. Durch vieles, durch unsere Lebensumstände, durch unseren Stress, durch unsere Situation im Alltag, im Beruf, im Privaten, sind wir halt einfach immer ein bisschen unter Druck. Natürlich auch durch die Einflüsse von außen. Krieg, Krankheiten, was auch immer, haben wir in den letzten Jahren genug erlebt, wird das natürlich alles beeinflusst. Und das heißt, das Ganze muss schlussendlich über das Nervensystem, über die Wirbelsäule, über das Nervenwasser, über die Hirnflüssigkeit beruhigt werden. Diese Arbeit, den Menschen wieder ein bisschen hinunterzubringen, das Nervensystem auf einen normalen Level zu bringen, das ist mittlerweile der größte Teil meiner Arbeit heute. Nicht nur Rückenprobleme und Verspannungen oder was auch immer, nein, ganz vieles kommt vom Nervensystem aus. Und das ist unheimlich wichtig und auch wahnsinnig, wie das in den letzten Jahren zugenommen hat.
ein Drittel der gesamten Zeit, wenn ich mit einem Klienten arbeite, arbeite ich am Kopf. Ich widme mich ein Drittel der gesamten Arbeitszeit da, um das Hirn, das Nervensystem, die Hirnflüssigkeit und die ganze Rückenmuskulatur, die ganze Rücken, das Rückenmark, das Nervensystem. Das ist heute der größte Teil meiner Arbeit. Jetzt kommen wir dazu, wie viel ist genug, wie viel ist zu viel oder was auch immer. Also, der Mensch braucht im Tag zwischen 2,5 und 3,5 Liter Flüssigkeit. Der Mensch, der Körper, die Muskulatur, unser System braucht 2,5 bis 3,5 Liter Flüssigkeit im Tag. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, aber man weiß doch, dass über das Essen ein Teil von der Flüssigkeit zugeführt wird. Ja, das stimmt. Zwischen 1 Liter und 1,5 Liter werden im Tag unserem Körper über die Nahrung zugefügt. Ist es eine trockene Nahrung, etwas weniger? Sind es Früchte, ist es Obst, ist es Gemüse, ist es ein bisschen mehr? Das sind 1 bis 1,5 Liter Flüssigkeit im Tag. Dies reicht aber noch nicht. Das heißt, wir müssen zusätzlich unserem Körper 1,5 Liter bis 2,5 Liter Flüssigkeit zuführen. Und das übers Trinken. Mit dem Trinken, egal, ist es reines Wasser, was natürlich am besten ist. Ist es ein Schorle, was natürlich auch sehr gesund und natürlich ist. Oder ist es halt ein gesüßtes Getränk, was ein bisschen weniger zu empfehlen ist. Oder ein zuckerfreies Getränk, was auch geht. Wichtig ist, 1,5 bis 2,5 Liter pro Tag müsst ihr wirklich zu euch nehmen. Dann funktioniert euer Körper richtig. Es nützt auch nichts, wenn ich 2 Stunden oder 3 Stunden nichts trinke. Und da gehe ich hin und schütte da so eine Flasche. Innerhalb von 5 Minuten 1 Liter hinunter, das nützt überhaupt nichts. Unser Körper kann in 15 Minuten Maximum 2 Deziliter Flüssigkeit aufnehmen. Also, trinkt regelmäßig, trinkt von morgens bis abends immer wieder kontinuierlich den Tag durch. Sucht für euch diese Flaschengröße aus, die für euch ideal ist. Ich trinke gern auf dieser Flasche, direkt, weil es eine große Öffnung hat. Natürlich für mich, das ist meine Flasche. Oder wenn ich unterwegs bin, diese Flaschengröße, weil es handlich ist zum Halten und man immer wieder trinkt. Trinken wir nicht, sind wir nicht voll bei Kräften und voll bei uns. Unser Körper vergiftet sich, wenn wir zu wenig trinken. Wenn zu wenig Giftstoffe ausgeschüttet werden, lagert sich dieses
diese Giftstoffe in unseren Gelenken, Handgelenk, Finger, Arme, generell am ganzen Körper und verspannt uns, gibt Muskulaturverspannungen, die dann zu Verletzungen führen können, die generell zu größeren Problemen führen können. Bei alten Leuten sieht man ja das oft, diese verknorpelten Gelenke. Das ist, weil sie früher halt einfach zu wenig getrunken haben. Egal, wieso auch immer. Klar, kann man natürlich auch sagen, das höre ich natürlich auch oft, man kann auch zu viel trinken. Ja, das stimmt, man kann zu viel trinken. Aber ich denke, an einem Normalsterblichen passiert das eigentlich nicht so. Wo es sehr oft passieren kann, das ist bei Spitzensportlern, bei Ausdauersportlern. Wenn sie einen Lauf machen, einen Marathonlauf, bei jeder Station, wo sie die Möglichkeit haben zu trinken, trinken sie eine Flasche, eine halbe Flasche, kann es sein, dass sie am Ende ihres Laufes, am Ende ihrer Leistung schwerer sind als am Anfang, wo sie gestartet sind. Wenn es heiß ist, wenn es warm ist, wenn sie irgendwie einen New York Marathon, wo bei 33, 34 Grad laufen, dann sind sie ein bisschen überhitzt. Wenn sie dann zu viel trinken, kann das ihren Körper schlussendlich ausschwemmen. Der Salzgehalt kann sich reduzieren und zudem kann es sein, dass sich die Flüssigkeit im Kopf, im Hirn sammelt und nicht genügend ablaufen kann, dass es einen riesen Überdruck gibt. Dies kann zur Ohnmacht führen, dies kann sogar zum Tod führen, hat es schon gegeben. Wenn jemand stundenlang an der heißen Sonne stand, nach Hause geht und dann 1,5 oder 2 Liter Wasser trinkt, kann dies schlichtweg tödlich sein. Ja, aber liebe Zuhörer, liebe Zuseher, ich denke nicht, dass Sie in diesem Fall sind, im normalen Alltag. Im normalen Alltag sollten Sie, dürfen Sie im Sinne Ihrer Gesundheit, zum Wohle Ihrer Gesundheit, 1,5 bis 2,5 Liter Flüssigkeit zu sich führen. Und am Abend so ein Gutnachtdrink, sei es ein Schweizer Appenzeller oder die Deutschen haben da ihren Jägermeister oder was auch immer, der schadet auch nichts, aber das kann natürlich nicht den Tagesbedarf toppen auf den Abend hin. Also, ich danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Habt's gut und ein schönes Tag. Ciao zusammen.